Hallo zusammen. Nachdem mein letztes Video deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als gedacht, würde es vielleicht Sinn machen, dass ich hier noch eine Sache erwähne, die mir im Nachhinein aufgefallen ist. Okay, ein kurzer Kontext. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich das Kostümdesign für die Rings of Power Serie kritisiert habe, im Zusammenhang mit Tolkiens Originalskizzen und dem, was Peter Jackson in seinen Filmen gemacht hat und so weiter und so fort. Und das Video beschäftigt sich rein mit dem Design. Also warum funktionieren die Designs nicht für das, was man mit der Serie machen möchte? Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen. Und zwar nicht nur, dass die Designs nicht besonders gut für Tolkien funktionieren, sondern dass auch die Verarbeitung der Kostüme nicht wirklich für eine High-Budget-Fantasy-Serie funktioniert. Ich sollte mit einem Beispiel anfangen, damit klar ist, was ich genau meine. Ich glaube, wir haben alle dieses Promomaterial von der Lady gesehen, die auf ihrem Pferd durch die Stadt reitet, während sie ihren Schuppenpanzer trägt. Und was mir hier auffällt, nachdem ich ein bisschen über dieses Bild nachdenke, ist, dass es vom Konzept her keinen Sinn macht. Einfach weil wir hier zwei Ebenen von Rüstung haben, die dieselbe Art von Rüstung sind. Wir haben hier eine höhere Rüstungsebene, bestehend aus dem Brustpanzer und der Armpanzerung, und eine darunterliegende Rüstungsebene, die zum Beispiel in den Achseln und auch den Ellenbogen zu sehen ist. Und normalerweise wären das verschiedene Arten von Rüstung. Das Standardbeispiel wäre, die obere Rüstungsebene wäre Plattenrüstung und die untere Rüstungsebene wäre ein flexibles Kettenhemd. Eben weil die Rüstungsplatten nicht flexibel sind, muss man in den Gelenken, also Achselhöhlen, Ellenbogen und so weiter, gewisse Lücken lassen, damit sich die Person in der Rüstung bewegen kann. Dass beides aus demselben Material besteht, macht vorne und hinten keinen Sinn. Und dann habe ich mir die untere Rüstungsebene genauer angesehen und mir ist aufgefallen, dass sich an den Gelenken, also in den Achseln und auf den Ellenbogen, diese Schuppen sehr komisch verformen. Und zwar nicht wie Schuppen, sondern wie Kleidung. Diese komplette Ebene ist keine Rüstung, sondern ein bedrucktes T-Shirt. Das heißt, die Dame läuft im Grunde durch die Gegend wie ein verfickter Power Ranger. Und wenn ich mir die anderen Kostüme von Rings of Power ansehe, habe ich ein ähnliches Bauchgefühl. Es wirkt einfach alles ein bisschen zu glatt, zu sauber, zu gleichförmig. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Also habe ich mir eine andere Fantasy-Serie von Amazon Prime angesehen aus diesem Jahr. Wheel of Time. Und auch hier ist das Kostümdesign wieder fraglich, aber darum soll es heute nicht gehen. Aber wenn ich mir diese Kostüme ansehe, habe ich auch hier dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht passt. Es ist, wie gesagt, zu glatt, zu gleichförmig, irgendetwas stimmt hier nicht. Und als ich dieses Outfit gesehen habe, wusste ich auch genau, was hier nicht stimmt. Wenn ihr diese dickeren weißen Linien seht, das sind Nähte. Um genau zu sein, es sind moderne, maschinengearbeitete Nähte. Ich bin mir 100% sicher, ich kann genau jetzt online gehen und exakt dieses Outfit online als ein Nachthemd finden. Und dann habe ich mir die anderen Outfits von Wheel of Time und von Rings of Power angesehen und ja, diese Outfits wirken zu glatt und zu gleichförmig, weil sie maschinengearbeitet sind. Die Dekorationen auf diesem Arm sehen zu gleichförmig aus, weil sie von einer Maschine gemacht wurden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Designelemente hier auf der Brust und hier auf diesem Übermantel nicht eingenäht, sondern einfach nur aufgedruckt sind. Das Problem, das ich dabei habe, ist, dass diese Outfits für Hauptcharaktere gemacht sind. Es ist nicht irgendein Hintergrundcharakter, der mit einem gedruckten Shirt rumläuft. Es sind benannte Hauptcharaktere, die wirkliche Rollen haben. Das ist ein Level von Kostümdesign, das ich von Tele 5 oder dem Sci-Fi Channel erwarten würde, aber nicht von Amazon Prime. Um hier klarzumachen, warum ich damit ein Problem habe, gehen wir eben zu meinem Lieblingsbeispiel, Game of Thrones. In Game of Thrones gab es eine klare Regel beim Herstellen der Kostüme. Alle sichtbaren Elemente müssen handgefertigt sein. Wenn wir als Beispiel einmal dieses Kleid nehmen, ist es sehr offensichtlich, dass zum Beispiel diese dekorativen Stickereien per Hand gemacht wurden. Sie sind nicht perfekt, sie sind nicht symmetrisch, aber sie sehen aus, als ob sehr viel Arbeit investiert wurde. Zusätzlich dazu ist das Muster auf dem Stoff wirklich eine Stickerei, also ein Faden, der auf den Stoff eingewebt wurde. Und wir können sehen, dass bei einigen der Nähte nicht perfekt gearbeitet wurde. Es ist offensichtlich handgearbeitet. Und das alles sorgt dafür, dass jedes Kleid aussieht, als ob hunderte von Stunden an Arbeit investiert wurden, damit ein Adeliger ein einzigartiges Stück Kleidung hat, während die modernen Techniken mehr oder weniger an Halloween-Kostüme erinnern.
Halloween-Kostüme werden in Massen hergestellt und müssen darum besonders billig und schnell herzustellen sein. Dafür sind moderne Herstellungsmethoden unheimlich gut geeignet. Das Problem ist, dass wenn eine Fantasy-Serie dieselben Methoden benutzt, die Kostüme dadurch automatisch auch billig wirken. Eben weil wir eine gewisse Erwartungshaltung daran haben, wie ein mittelalterliches Outfit auszusehen hätte, und wenn das Ganze nicht erreicht ist, wirkt es einfach billig. Und wo wir gerade bei billig sind, können wir auch gleich über die Budgets reden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe dabei gelernt, dass Game of Thrones ungefähr 100 Millionen Dollar pro Season benutzt hat. Das Ganze ist ein bisschen durchwachsen, also ist das zwischen 6 Millionen und 15 Millionen Dollar pro Folge. House of the Dragon ist bei etwas unter 20 Millionen Dollar pro Folge. Einmal zum Vergleich, Stranger Things Staffel 4 kostet ungefähr 30 Millionen Dollar pro Folge. Und jetzt der Teil, auf den wir alle gewartet haben. Rings of Power hat ein Budget von 465 Millionen Dollar für die erste Staffel. Das sind ungefähr 60 Millionen Dollar pro Folge. Um hier einmal eine Perspektive zu geben. Die erste Staffel von Rings of Power kostet mehr als die guten Staffeln von Game of Thrones. Oder, um es ein bisschen thematischer zu halten, die erste Staffel von Rings of Power kostet ungefähr so viel wie die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie, wenn man für Inflation anpasst. Es gibt meiner Meinung nach keine Entschuldigung dafür, dass eine Serie mit einem Budget von 60 Millionen Dollar pro Folge so billig aussehende Kostüme hat. Es hätte bei diesem extremen Budget mehr als möglich sein sollen, dass man beim Herstellen der Kostüme dieselben Techniken benutzt, wie sie bei Game of Thrones benutzt wurden. Eben um solche Albernheiten hier zu vermeiden.